Rumeisa Abyss, Amber Not So Great, Karen Michael, Flaming Garden und Sophie McPike. Diese fünf Künstlerinnen stelle ich euch heute vor, beziehungsweise eines ihrer Skizzenbücher. Denn diese Skizzenbücher und alles, was drin ist, finde ich so wunderbar verschieden und erfrischend individuell, dass ich sie mit euch teilen möchte. Es gibt ja auf YouTube hier ganz, ganz viele dieser Sketchbook-Tours und Skizzenbuch-Vorstellungen. Darum habe ich mir natürlich auch Vorgaben gemacht, welche Skizzenbücher ich euch zeigen möchte. Und zwar sind das solche, die eher suchende, spontane, spielerische und meistens auch unvollendete Seiteninhalte haben. Also keine fertiggestellten Porträts oder Werke, denen man den Stundenaufwand ansieht. Auch keine Layout-Scribbles, Storyboards oder Charakterstudien für später vielleicht kommerzielle, finale Arbeiten. Sondern effektiv unbekümmerte, visuelle Tagebucheinträge, denen man eine explorative und zum Teil expressive Kraft ansieht. Auch habe ich versucht, hier aus meiner Playlist eine große Bandbreite an Stilen herauszuschälen, damit wir hier eine große Inspirationsquelle haben. Alle Kanäle sind englischsprachig, aber man kann diese Skizzenbücher auch wunderbar ohne Dialog schauen. Gewisse haben sogar nur Musikuntermalung und gar keine Sprache. Im Videobeschrieb kannst du dann direkt zu den einzelnen Skizzenbüchern springen und natürlich habe ich dort auch die einzelnen Videos direkt verlinkt. Gut, springen wir doch gerade zu der ersten Künstlerin und das ist Rumeisa Abyss. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Sie hat nur drei Videos auf ihrem Kanal und eines davon ist ihr Skizzenbuch aus dem Jahr 2022. Für mich wirken die Zeichnungen sehr filigran, vorsichtig und akkurat ausgeführt. Die Seiten sind sehr leicht und erlauben sich viel Weißraum, was die Sanftheit umso mehr unterstützt. Es sind Seiten, die Szenen aus dem Leben, vielleicht auch aus ihrem Leben zeigen, dies aber auf eine stark vereinfachte und sehr sympathische und zugängliche Art und Weise. Ganz toll finde ich auch, wie sie da und dort Text, Schrift, Typografie einsetzt und diese gekonnt in das Bild integriert. Die eher sanften Farben schmiegen sich herrlich passend in die gezeichneten, man möchte sagen Tagebucheinträge ein. Alles in allem ist dieses Skizzenbuch für mich, als würde man einem Schmetterling beim putzigen Vorbeiflattern entzückt zusehen. Leider ist dann auch dieses Video viel zu schnell vorbei. Das zweite Skizzenbuch in dieser Reihe gehört Amber Not So Great. Auf das Not könnte Amber komplett verzichten, denn die Seiten in diesem Skizzenbuch, es ist das mit Abstand kleinste in dieser Vorstellung, sind durchgängig great, großartig. Das kleine Format erlaubt es ihr auch, viele Stile relativ zügig auszuprobieren und sich nicht allzu in den Details zu verlieren. Obwohl sehr viele Doppelseiten sehr detailliert und zum Teil realistisch ausgeführt sind. Die Vielfalt der Inhalte und vor allem der Stile finde ich hier einfach fantastisch und es zeigt schön auf, wie frei man sich in einem Skizzenbuch austoben kann. Die Bandbreite vom Realen und Abstrakten, von der zum Teil surrealen Farbgebung bis hin zur wilden Farbspielerei lassen jede Doppelseite wie ein Aha-Erlebnis wirken. Auch Amber spielt da und dort sehr gekonnt und locker mit grafischen und typografischen Elementen und bindet sie ganz natürlich ins jeweilige Bild mit ein. Dass sie sich hier nicht schon in eine Richtung bewegt, sondern sich ganz bewusst für die illustrative Breite entschieden hat, ist eine ganz, ganz große Stärke von ihr. Amber hat noch andere Skizzenbuch-Videos auf ihrem Kanal, darum schaut euch die auch gerne an. Jedes davon ist ein Unikat. Das dritte Skizzenbuch gehört Karen Michael. Und dieses hat mich in einem sehr positiven Sinn fast erschlagen. Ihre Werke wirken auf mich so unmittelbar und roh und ganz stark expressiv. Sie sind wie ein pures Gefühl einfach eins zu eins als Bild umgesetzt.
Karen setzt Objekte, Muster und Farben wie eine für sich stehende Skulptur in einem Raum bzw. aufs Blatt. Und diese Präsenz wird nochmals verstärkt durch den zum Teil sehr grafischen Einsatz von Linien, Umrissen und der Zentralperspektive. Die Farben sind fast durchgängig unbunt und betonen so einen abstrahierten Naturalismus. Ab und zu scheinen einige eher leichte Seiten durch, was die ansonsten sehr plakative Gestaltung nochmals verstärkt. Die Zeichnungen nehmen sich den ganzen Raum. Eine Art Weißraum hat hier keinen Platz, was ich aber in diesem Kontext extrem passend finde, weil die Seiten dann durchgängig ihre Kraft entfalten können und man sich die Zeichnungen noch abseits der Seiten weiterdenken kann. Fast jede dieser Seiten könnte man als separates Poster oder Plakat verwenden, so stark sind die Bilder. Auch die Gestaltung der Bildinhalte ist zum Teil sehr spannend, weil sie am meisten bei den Doppelseiten sichtbar, den Raum und die Weite zum Teil träumerisch abstrakt und dann wieder konkret einsetzt. Für mich das mit Abstand eindrücklichste Skizzenbuch in dieser Reihe. Nummer 4 auf der Liste ist dann Flaming Garden. Hinter Flaming Garden steckt Olga Lichkova und Olgas Seiten sind für mich so ziemlich das visuelle Gegenteil vom vorherigen Video. Zum einen benutzt sie sehr frische und zum Teil reine Farben, was den Seiten eine kontrastreiche und lebhafte Anmutung gibt. Auch arrangiert sie die Elemente separat auf den Seiten, was mich oft an die klassischen Tattoo-Flashes erinnert, also die Blätter oder Seiten mit vielen einzelnen Tattoos. Das hat eine ganz eigene Ästhetik, die wunderbar zu ihren Bildern passt, die auch oft grafisch reduziert und zum Teil herrlich surreal umgesetzt sind. Obwohl man meint, viele Dinge sofort erkennen zu können, sind dann auf den zweiten oder dritten Blick kleine Spielereien und liebevolle Sonderlichkeiten zu entdecken. Dieses skurrile Augenzwinkern in ihren Bildern mag ich extrem. Vor allem die gemalten Objekte haben auch eine gewisse Pulp-Retro-Ästhetik oder durch die vielen Blumenmotive vielleicht auch Trachten-Ästhetik, die aber wunderbar zeitgenössisch und verspielt umgesetzt sind. Flaming Garden zeigt uns hier ein sehr sorgfältig und mit Bedacht gestaltetes Skizzenbuch, deren Inhalte man einfach richtig gern haben muss. Sie hat noch andere solche Videos auf ihrem Kanal, also schaut sie euch auch unbedingt an. Und das letzte Skizzenbuch auf meiner Liste ist von Sophie McPike. Und ich muss hier ganz ehrlich gestehen, so viele Farben auf einmal habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Und das meine ich super positiv. Sophies Skizzenbuchvideo geht hier fast eine Stunde und dauert gefühlt 5 Minuten. Und ja, ihr müsst wirklich jede dieser Seiten sehen. Auch weil Sophie wunderbar zu den Inhalten etwas zu erzählen hat. Auch sind es zum Teil technische Details und Hintergründe, die sehr spannend zu erfahren sind. Sophie McPike ist so in etwa die Summe der vorangegangenen Skizzenbücher. Ihre Vielfalt mit den Inhalten und ja vor allem den Farben ist wirklich atemberaubend. Man merkt sofort, dass hier auch ein tiefes Wissen um Anatomie, Bildgestaltung, Farbenlehre, Materialkunde und vieles andere vorhanden ist. Ich mag aber total ihre experimentelle Verspieltheit und man merkt ihr die Lust am Kreieren auf jeder Seite an. Ich könnte noch ganz, ganz viel sagen hier zu Sophie McPike, also zu ihren Werken, aber ja, ihre Werke sprechen für sich. Sie hat noch viele andere Skizzenbuchvideos, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet. Also, wer wissen möchte, wie man mit Farben malerisch zeichnet, wie man die Plenärmalerei auf bunte Art und Weise umsetzt und auch in kleinen Bildausschnitten oder Panels große Geschichten erzählt, der ist bei Sophie McPike genau richtig. Mehr Farbe und mehr Freude geht einfach nicht. So, das waren meine 5 Skizzenbuchempfehlungen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du fühlst dich inspiriert. Wenn du Tipps zu anderen Kunstschaffenden hast oder zu anderen Videos, schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Ansonsten lass gerne ein Däumchen nach oben da und oder abonniere kostenlos meinen Kanal. Ich wünsche dir eine wunderbar kreative Zeit. Mach's gut, auf bald!